gibt's denn Leckeres? Oh, ich habe so eine geile M&M-Mixtüte, ne? Da sind so Schlimm. alle M&M-Sorten drin. Ich habe jetzt gedacht, es ist sowas wie, also Essen halt, so Nein, das Essen, hatte ich schon. so Essen, was man so isst, so als Das hatte Essen. Julian Nee, schon. das hatte Heute ich heute schon. gab's Tiefkühlpizza. Nein, Alter. Gesund und Nein, ausgewogen. es gab doch keine Tiefkühlpizza im Was? Nein, Schokokuchen. also das hört sich jetzt auch sehr authentisch an, Es gab du. Spaghetti Napoli. Ah, das hatte ich Aber heute mit Mittag so Mathe-Tüten ähnlich. Napoli, also Ernsthaft? nicht so Gourmet wie der Josch das kann. Ich bin da Ja, aber ganz. man kann das voll einfach selber machen. Ja, Ja, Napoli kann nicht man noch. wirklich? Napoli-Tüte von Maggi kaufen, aufreißen, Nee. in Oh, heißes vor allem Wasser. nicht von Maggi, du. Ich Julian, finde was Maggi ist denn noch viel, unsympathisch. noch viel einfacher? Du kaufst Hau dir raus. einfach so halb passierte Tomaten mit noch Stückchen drin Ja. und kochst die und gewürzt die ein. Ja, genau, Ja, Jens, weißt du, genau. was das Problem ist? Der letzte Schritt, das Gewürzen, das kann ich nicht richtig. Ey, Das schmeckt bei mir immer scheiße. Salz, Pfeffer, Zucker, von mir ist ein bisschen Paprika und von mir ist auch Kräuter. Also dann bist du eigentlich Bisschen auf der Knoblauch sicheren kannst du auch Seite. noch dran Ja, machen. eben. Knoblauch geht immer. Das stimmt. So Ist schwer er ist da? es nicht. Okay, wollen wir? Wir riechen ihn Läuft zum Glück nicht. bei allen? Ja, läuft bei mir. Ja, läuft bei mir. Gut, Was, jetzt dann. schon? Oh. Oh, 3, der ist so 2, alt. 1, Pause weg. Der geht nicht raus. Jetzt ist egal, ich bin halt 2 Sekunden später. Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together the Map on Sie 2. Die geht nicht raus. Das ist sehr schön. Josh 20 vertreibt irgendjemanden. Josh 20 möchte seine Freundin vom Ausflug Josh, Josh, überzeugen. Josh, ich will Ja. dich kurz ablenken, aber du bist 21. Ach so. Warte mal, stimmt, ich wurde auch neulich mal gefragt, wie alt ich bin. Ich habe das verwechselt. Ach Ah. so, na gut. Schön. Passt schon. Ach, schön. Wir fahren die Linie 31 Oh. von Der Bü. Griesbach nach Hochtann. Der Geil, ich Bü fahre macht solo Bus, Geräusche. weil ich es kann. Und der Bü Bitches. macht Geräusche. Da stehen Autos auf dem Bü. Ne, die werden sterben. Hilfe. Der Zug hält halt vor dem Bü. Ja, Okay. tut er tatsächlich. Ich glaube, ich fahre da mal weg, ne? Ich störe ein wenig. Komm, Matrix, initialisiere dich. Danke. Ich habe vor dem. Also, ich habe den Bus gespawnt und bin ein Stück von nach vorne gefahren. Vorab. Das wäre schlau gewesen. Was, Matrix initialisieren? Warte mal, Ja. was ist das? Oh nein, Kann man das essen? jetzt ist der Zug durch das Auto durchgefahren. Oder ist das Auto jetzt Kann schon wieder man weg? das essen? Ja, Josh, du Matrix, hast ja was keine ist das? Matrix, ne? Also ich bin beim Kurbeln. Ja, kurbel du mal. Kurbel, kurbel. Ja, Hey Josh, der was machst du Fahrer. da? Halt die Schnauze, ich kurbel mir ein! Der Bitte Fahrer was? mit dem, Ich stell mit nur dem mein Gold beim Hyundai Ziel ein. i20, von dem Hyundai i20 mit dem amtlichen Kennzeichen Gelsenkirchen BK 275, 257 ist leider soeben verstorben. 257? Ja! Aber die kommen aus Essen. Ist das Wie auf der deine 1? Ist Nüsse aber. bestimmt auch. Also, ich meine die aus der Tüte. Du Ja, weißt, welche ich meine. leider Ja, ich weiß die verstorben. M&M's. 0, 3, 1. Ey, Niveauregelung ist eine Bitch, ne? Was Du gibst hier gerade Niveau? deine Nummern ein und die pumpt sich hier hoch und dann gibst du was Falsches ein. Julian 20 wird von einer gekorbt. Du gibst ja gerade deine Nummer ein und dann bist du weg. Ja, und dann geht sie hoch. Dann kannst du was Falsches eingeben. Ah, Aber irgendwie nee. ist der Josh lauter als gewöhnlich. Kann das? Ich kann das ein bisschen Nein. leiser drehen, kein Problem. Mir kam das Jetzt gerade bin so ich ein vor. wenig leiser. Ja, Ja, angenehm. Erstmal 24 jetzt. Grad hier. Was, das ist. Erst das hat echt einen Unterschied gemacht? Ja. Ja, Doch, doch. Was? Okay, Ja, das. Josh, ich hab Josh, gefühlt das einen ist so. Mikrometer gedreht. Genau, das ist das. Das ist so dieses typische. Du drehst ein Müh an diesem Rad und dein Mikrofon ist direkt nur noch halb so laut. Danke. Ja. Das muss so. Ach so, das ist wegen, weil wenn man das, glaube ich, wie war das, wenn man's, ach keine Ahnung, ist egal. Ich wollte gerade irgendeine physikalische Kurve dazu, aber das ist ja Danke. Quatsch. Ja. Da gibt's bestimmt so einen Faktor, Den mit dem es dann normalen abnimmt. Fahrschein. Bestimmt. Bestimmt. Also. So. So, und welcher Depp hat Ist eigentlich die das Fahrscheine mit dimensional den? halt, Haben wir ne? aber ein Lied für. Linear. Ja, aber wer hat denn diese Abreißblöcke gemacht? Das ist ja vollkommen schwachsinnig. Die passen gar nicht. Da hat jemand diese neuen Berliner Fahrscheine genommen, die mit dem W350 draufsteht. Und da ist Einzelticket kostet 2,90. Ich finde das gut. Kann Ja, man. da hat jemand nicht dran gedacht, dass Leute vielleicht Busse mit hier Abreißblock fahren.
Ja, was mich aber dann wundert, Rollbänder warum zur Hölle haben sie dann Rollbänder mitgeliefert? Ja, eben. Und Repaints für diesen Karren. Und Repaints. Und ich habe nur maximal bis 1 Euro, also ich bin der einarmige Bandit, wa? Eine Fahrkarte, bitte. Ist das einiger einmal... Ich find's witzig, dass ich trotzdem angemeldet bin an der Anzeige. Das finde ich irgendwie cool. Ja, weil du hast einen Bordcomputer nachgerüstet. Ah, den habe ich in meiner Hose. Also ich... Genau. Mein Handy. Also wie der Günther halt. Wir sind heute gut. Gut, dass wie wir der Günther. Noch Cards Against Humanity spielen. Ja. Hm? 031-03. Warum haben die eigentlich die Essener Haltestellenschilder? Weil die lecker sind. Weil sie blau sind. Und die Rogis ist auch blau. Ja. Die RVG-Haltestellenschilder sind orange. Ja. Die RVG ist auch orange. Ja, in der Tat. Es kommt kein Zug mehr, also der Zug ist abgefahren. Josh, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Der Bahnhof ist aber ganz schön, sagen wir mal, der fährt mich nicht um. Okay, hat er nicht. Der Bahnhof ist ganz schön, der fährt mich um. Ja, der ist sehr, sagen wir mal, sporadisch eingerichtet. In der Tat. Also ich sehe spontan nicht wirklich, wie Leute vom einen Gleis ans andere kommen. Ach, doch, da hinten. Übers Gleis. Ganz hinten. Das stört mich jetzt nicht unbedingt, dafür fand ich die bei X10... übermäßig eingerichtet. Ja, das kann natürlich auch sein. Was du meinst, hatten die nicht, ne? Diese funktionierenden blauen Anzeigen? Nee, aber da standen Mülleimer, Bänke, alles. Es muss so, ich habe übrigens Abfahrtsignal gerade bekommen. Ja, ich sehe das nur auf der Anzeige draußen. Tacho, ich habe sowas nicht. Ich darf auch. Doch, du hast ein Tacho. Was? Kann man das essen? Auf dem Tacho ist eine Uhr. Ja, aber die ist verdeckt vom Lenkrad. Ja, das kannst du eben ausbauen, das Lenkrad. Soll ich eigentlich den Kollegen abziehen? Ich glaube, ich ziehe ihn mal ab. Wobei, der wird eh vorher grün bekommen als ich, wenn der an der Busampel steht. Schade. Ja, und ich glaube, und was ist dein Kollege? Warte, das ist eine Josche AI-List, also ist das ein NL. Ja, warte, ein Zufall, wird der trotzdem, ne? Mehr Power haben als... Bei mir ist es ein Facelift, tatsächlich. Nein, der fährt mir nicht in die Seite. Zum Nordbahnhof. Du Penner, du bist... freundlich. Ein Penner? Aber Josh, du hättest getrost hinter ihm bleiben können. Er biegt nämlich gleich rechts ab. Ja, nee, aber das Auto ist mir jetzt reingefahren. Ich bin bei eingeschränkten Freigabedings und bei Rot von den anderen gefahren über das Busampel und dann ist der Auto später losgefahren und ist mir in die Seite. Der Auto? Weil er rechts abgebogen ist, der Auto. Erst wenn ein Auto heute schon am Morgen denkt, dann ist es der Auto. Ja, und der Auto hat sich gedacht, morgen auf Arbeit, scheiß Tag. Ich mach mal frei, ne? Ja. Er hat am Morgen gedacht, das kannst du ihm nicht absprechen. Er hat am Morgen gedacht und ist heute aber, eigentlich schon... Aber der Josh, der parkt ja gerne im Kopf. Die Reifenstechergang ist unterwegs. Da stand gerade ein Bulli im Boden. Das hab sogar ich gesehen. Bitte. Hab sogar ich gesehen, bitte. Ach ja. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Ja, bei mir macht's auch Tick-Tack. Bei mir ganz, ganz leise, quasi nicht hörbar. Quasi. Also hätte man quasi diesen Sound quasi wegrationalisieren können. Quasi. Hätte man in der Tat quasi. So zählt der Bus natürlich direkt nach der Kurve, das finde ich gut. Meine Klimaanlage ist gerade angegangen. Was, Klimaanlage? Kann man das essen? Aber dass beim Julian noch 24 Grad sind, wundert mich. Nee, ich habe das umgestellt. Ich habe deine Methode vom letzten Mal gemacht. Einmal so. Wetter, einmal reales Wetter und dann, Temperatur hochziehen. Also, nee, ich habe einfach hier alles Wetter genommen. Da sind es 15 Grad. Ja, ist ja langweilig. Was? Ist ja frisch. Ist angenehm noch. Ja, das stimmt. Mittwoch, Donnerstag, 26 und 27 Grad. Boah, ich habe das aber voll Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Das, das ist mega. Oh. Das ist so gut. Das ist auch super. Nur halt, wenn du dann unterm Dach wohnst, ist das schwierig. Ja, das ist korrekt. Aber trotzdem ist das Wetter schon mal mega geil. Hab mir gedacht, dass man ja vielleicht, also eventuell, der Julian und ich sind ja nach der Gamescom noch eine Weile in Bonn, dass wir dann vielleicht irgendwie so einen Wegwerf-Alu-Grill uns besorgen. Boah, ja, mega, machen wir. So ein Aluhut? Ein Aluhut.
Der fährt mir nicht den Nachläufer. Wenn der noch heiß ist, setzen wir uns den auf den Kopf. Hm, vielleicht doch. Weil dann seid ihr vor der Chemtrails gesützt. Chemtrails? Doch, Chemtrails. Was ist denn heute los? Weißt, immer spricht der CH wie K aus, ne? Aber da, wo es mal soll, der macht das nicht. Immer heißt es Chemie und jetzt sind es die Chemtrails. Ja, einfach meine Aussprache einmal negieren und dann passt das schon so im Kopf bei euch und dann ist in Ordnung. Passt schon. Erika. Ist es normal, dass eigentlich kein Schwein einsteigt? Also ich bin das zweimal durchgefahren. Fast kein Schwein. Also ich muss jetzt überall anhalten bis jetzt. Gut, bei dem Bus hier ist es glaube ich auch gar nicht so verkehrt, dass ich so ein bisschen Zeit... ja, aber die Leute sehen den Bus und laufen weg. Du musst einfach an deinem Gasfuß arbeiten, weil der beschleunigt ungefähr genauso wie du normalerweise beschleunigst, wenn du Vollgas gibst. Aber jetzt überleg dir mal, der Bus, der ist alt und dann macht der Motor Puff und dann fahre ich gar nicht mehr. Der Bus ist alt, das heißt, der Motor kann gar nicht Puff machen, weil er so robust gebaut ist. Ja, es ist korrekt. Hey, wir spielen wieder keiner mit, was ist denn los? Käferberg, du. Ich habe Kontakt. Aber ist eigentlich auch wurscht. Hey, wo ist er denn? Er ist, wahrscheinlich an der Gabelung. An der Gabelung. Hä? Wo ist denn das? Da vorne? Ja, das ist da vorne. Ich kann das zwar nicht bei dir sehen, aber das ist kurz vor dem Ikea. Was, Ikea? Ja, dieses blaue Gebäude, ich sag, das ist ein Ikea. Was für ein blaues Gebäude? Da ist, wenn du nach der Gabelung rechts abbiegst, ist dann ein blaues Gebäude rechts. Bei mir nicht. Echt? Weiter hinten die Straße runter. Habe ich mich schon verfahren? Ach so, weiter hinten die Straße runter. Da ich glaube, ich habe mich verfahren. Das erklärt, warum keiner einsteigt. Ja. Du hättest Griesbach geradeaus, immer geradeaus fahren. Ja, Griesbach rechts. Da bist du falsch. Ja, das ist korrekt. Dies ist mir bewusst, hier kann ich allerdings wenden. Und es ist mir auch bewusst, warum keiner einsteigen möchte, so auf einmal. Komisch. Auf einmal gibt's Sinn. Komisch, wie das immer läuft, du. Plötzlich ergab es alles wieder einen Sinn. Oh, da wird sogar grün, das ist ja super. Dafür habe ich ein bisschen einen anderen Teil der Karte gezeigt. Das ist jetzt einfach ein Feature. Das ist einfach, das muss so. So, gleich zweite Minute sofort verfahren. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, ist doch voll cool. Ja, ich mache eine Stadtrundfahrt, das passt schon. Tageskarte, bitteschön. Einen normalen Fahrschein, bitte. Komm, ich druck dir den mal aus. Einzelticket K. Fahr jetzt einfach mal bei dem PKW grün mit. 1,50 kostet der Scheiß. Ja, Mädel, ich boah, ist ja teuer, du. Schnauze. Und da ist das blaue Gebäude, was der Julia meinte. Ja, guck mal, du hast Augen. Da kann man Platz. Aber ich heiz nicht mal. Also entweder fährt der James wieder so langsam. Danach Rassinger Weg, okay, geradeaus. Rassinger Weg, hat mir der Mozart auch gerade gesagt, der gute Ben. Was heißt, ich fahr langsam? Ich fahr normal. Heißt so viel wie, du fängst wieder an zu rasen. Nein. Mm-mm. Guck mal, da ist Rostock-Galerie. Nö, tue ich tatsächlich nicht. Ich fahre gerade 60. Ich finde es aber gut, dass die Leute, dass die Autos in der Stadt hier auch quasi fast 70 fahren. Das finde ich irgendwie in meiner Situation ganz passend. Muss so. Kommt ganz auf die Straße an, ne? Ja, aber hier ist 50. Eigentlich. Auch für die Autos. Eigentlich. Ja, noch später blinken und kannst es bleiben lassen. Mensch. Ja, der Josh blinkt auf die traditionelle Art und Weise. Macht das Fenster auf, winkt mit dem Arm. Ja. Macht rechts die Tür auf, winkt mit dem Arm. Ja, eben, rechts ist ein bisschen schwierig. Und dann fährt der Bus irgendwo gegen. Ja, der Josh ist halt noch so den Urkäfer gewohnt. Die hatten ja keinen Blinker, die hatten nur so ein Hebelchen, was sie raus... Kann man bestimmt nachts super gut sehen. Was ist jetzt hier eigentlich Freigabe und was ist halt... Hat damals funktioniert. Bremse. Okay, ich hab's verstanden. So, ich bin sogar gleich wieder auf dem Linienweg. Ich bin sehr stolz auf mich. Echt? Hoi. Ich hab irgendwie 31 mit 33 verwechselt. Hm. Schwierig. Darmdorf.
Ich weiß immer noch nicht, was ich bin. Was bin ich denn? 31. Okay. 31. Ich versuche es mir zu merken. 3-1 gerade. So, ach guck mal, linienfarbig. Da sehe ich sogar die coole neue Textur, die ich mir extra runtergeladen habe. Die 3 Gramm Gras. Kurz vor der Ausfahrt wird auf 60 beschränkt, um dann in der Ausfahrt wieder auf 70 freigegeben zu sein. Hä? Ich finde gut, dass die Leitpfosten haben eine Kollision, die ist exorbitant. Ja, das sind halt die Urleitpfosten aus OMSI. GCW sind die, glaube ich. Oder sind die sogar Standard? Diese Zoll. Ich glaube, Standard gab es doch keine, oder? Weiß ich gar nicht. Dann nicht hinten GCW einsteigen. Ach, dann steigt halt hinten ein. Macht doch, was er wollt. Hallo. Eine Fahrkarte. Die steigen halt echt hart hinten ein. Voll hart, ey. Fahren Sie bitte mit Ihrem Passat, Stufenheck-Limousinen-Dings, danke. Passat-Stufenheck-Limousinen-Dings? Ja. Ich glaube, die Bezeichnung haben Sie sich bei VW so ausgedacht. Ja, natürlich. Passat-Stufenheck-Limousinen-Dings. Genauso wie Sie sich saubere Dieselmotoren ausgedacht haben. Mhm. Ja. Ja, wobei selbst ausgedacht zweifle ich an. Ja. Doch, die haben sich gedacht, das kontrolliert keiner, die sind demnach sauber. Sehe ich nicht. Hä? Das gefällt mir nicht. Oh, nicht. Ich habe die Türkunstfall ersetzt. Ist ja kacke. Hast du Türgebiebse oder was? Ja, oder kein Türgebiebse. Das will ich ja eh haben, aber ich habe die Verzögerung ist jetzt nicht mehr 0,01 Sekunden, sondern 1,5. Das heißt, der ist erst die ganze Zeit am Piepen und geht dann erst zu. Guten Tag. Der müsste eigentlich durchgehen, piepen während der Hallo, Zeit. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Aber ist egal. Ah. Oh geil, da ist nichts. Ich fahre mal ins Nichts. Ja, das Nichts, da ist immer noch da. Danke. Aber Julian, wir haben noch alle gelernt, das geht nicht anders, sonst müsste man dann nämlich noch eine Kachel anbauen und das hat dermaßen schlechte Auswirkungen auf die Performance. So eine, ja, eine leere Kachel ist ganz schön schlimm. Kachel. Ja, das ist exorbitant. Ja, furchtbar. Ja, und so ein Backdrop kannst du da auch nicht einfach hinmachen. Nee, so ein paar Bäume davor, die nicht wie Performance fressen, weil die ganz gut optimiert sind mit ihrem, ich fasse das auf einer Kachel zusammengedöns. Nein. Ja, nee. Nee, das ist nicht gut optimiert in OMSI. Man kann nicht Bäume pflanzen bis Benultimo. Ich persönlich finde es auch nicht schön, auf einen Backdrop zu gucken. Aber ja? Schöner als ins Nichts. Aber wenn ich die Auswahl zwischen ins Nichts gucken und auf einen Backdrop gucken habe, nehme ich den Backdrop. In der Tat. Ich weiß ja nicht, was der in der Tat, aber er tat's. Also ich nehme dann lieber, ich gucke auf ein Objekt. Auf ein Objekt. Naja, aber wenn die Autos in Häuser fahren, finde ich das nicht so schön. Ja, die sollen dann aber so eine Kurve machen und das dann so machen. Das dann hätte so. Man machen können. Ja. Was wollen die? Es wollen alle Fahrkarten haben. Was ist denn los? Also widerlich, ne? Ey, Geld. Was die alle bezahlen wollen. Weißt du, ich lasse dich schon hinten einsteigen, dann laufen die ja noch vorne. Zahlen, was? Das sind ehrliche Bürger hier. Oh, so ein richtiger ehrlicher Burger, du. Da hätte ich jetzt aber Autos drauf. Boah, so ein richtiger Burger. Ist richtig lecker. Mm. Mm. Oh, gut. Ich fahr jetzt aber nicht schon wieder irgendwo in die Pampa. Nein, das sieht gut aus. Weil das merkt man hier recht schnell, da ist dann keine Gestaltung mehr, sofort. Instant. Nach dem Meter. Quasi die glattwegsche Wegweisermethode. Ja, die ist ganz praktisch, also die ist nicht unpraktisch, wenn man nicht ortskundig ist. Das ist in der Tat korrekt. So, jetzt sehe ich wieder die Pfeile nicht, weil ich zu klein bin. Ja, du bist zu klein. Alle Linien. Oder es liegt einfach an der Fahrersicht des Busses, die einfach zu weit nach unten guckt. Ja, ein wenig. Man sitzt sehr hoch und guckt sehr weit an sich herunter. Ja. Ich gucke an mir runter, jeden Tag. Und dabei schaue ich immer zu mir auf. Eingebildet. Der Josh war ja letztens so begeistert von den neuen Ansichten von Morphy für den Solaris. Ich habe das Video gesehen. Ja, das ist mein Stil. Das ist mein Stil der Ansichten. Das ist genau mein Ding. Genau das finde ich gut. Begeistert von gut? Also positiv begeistert? Also ich mag solche Sichten. Ich mag nicht so 1000 Kilometer FOV haben und ja, finde ich gut. Oh, cool. Der Solaris hat quasi eine an den Bremer MAN angepasste Sicht. Das ist natürlich gut. Das ist relativ ähnlich.
Aber die Sounds gefallen mir trotzdem nicht. Ich habe sie jetzt bei Josh auch in Omsi gehört und kann sagen, gefällt mir nicht. Nee, siehst du nicht, ne? Nee, wirklich nicht. Ich sehe Sounds auch. Hm? Ich sehe die Sounds auch. Ja, ich sehe quasi immer die Wellenform. Die Sinuswelle. Die Sinuswelle, ja. Ja, man spricht auch von einem sogenannten Graphen. Die kombinierten. IBIMS ja. 1 Graph. Ach, guck mal, hier ist auch die neue Grafikstufe verwendet worden. Das ist ja schön. Dafür hat sich das Entpacken aber gelohnt und das neue Starten, du. Das ist ja. Party hart. Kreuzing Bahnhof. Kreuzing Bahnhof, da bin ich schon weg. Hä, ich bin. Ja, gut, okay, ich zähle nicht. Hm. Aber ich beeil's mir. Eine Fuck. Normale Fahrkarte, oder? Hä? Ach, Scheiße! Hab schon wieder das. Bin ich schon wieder falsch? Hä, ich bin schon wieder. Das kann doch nicht sein. Julian? Ja. Soll ich dir erzählen, dass du die Stimme quasi on the fly einfügen kannst? Ja, stimmt. Kann ich. Hä? So, das ist doch. Welches Ticketpack benutzt denn? Das ist doch. Das ist doch. Das. Aber nee, aber das ist falsch. Das ist aber nicht richtig. Wo bist du denn jetzt falsch gefahren, Josh? An der Gabelung stand im Kreisverkehr alle Linien rechts. Ich fahre natürlich nach rechts. Nee, Gabelung geradeaus. Vor ja, der Gabelung geradeaus, hinter der Gabelung rechts, dann immer geradeaus auf das Stück Schnellstraße. Ja, aber warum steht dann vor dem Kreisverkehr, warum steht dann in einem Fall nach rechts mit alle Linien? Keine Ahnung. Und warum steht dann in der Mitte vom Kreisverkehr, wo man hin muss, nochmal alle Linien? 34. Weiß ich nicht. Warum? Kann man hier wenden? Ich habe mir jetzt auch verfahren, weil diese Kacke hier so kacke ausgestellt. Ich habe mich schon gewundert, also 9 Minuten Verspätung ist vielleicht ein bisschen, Also Julian, die 31 fährt hinter Kreuzing Bahnhof geradeaus, die 34 biegt ab. Okay. Du hast jetzt quasi umgedreht den Fehler von mir beim letzten Mal gemacht. In der Tat. Ich bin nämlich mit der 34 geradeaus gefahren. Wir können das, James, wir können. Ja, aber dieses Mal bin ich richtig gefahren. Hoi. Ich mir dachte, Rachenberger Straße kennst du. Gänse. Guck mal, ich kann auf die Karte gucken, ist ja schön. Hoi, da kann ich wenden. Hä? Sag mal. Zeit für eine Wende. Kann mir mal einer erzählen, was hier ist? Keine Ahnung, ich seh's doch nicht. Also, da ist irgendwas, was, sagen wir mal, exorbitante Auswirkungen auf... Autsch. Das nicht weiterkommen an dieser Straße macht. Achso. Ja, da wird irgendwas sein. Man nennt es Kollision. Ja. Und er hat sie nicht gesehen und er sieht sie auch beim Rausfliegen immer noch nicht. Mitten auf der Straße. Also ich fahre mitten auf der Straße. Nicht so außen, sondern mitten. Gute Frage, was da ist. Kann ich... Keine Ahnung. Fahr oder bleib halt stehen. Ich habe ihm sogar die Wahl gelassen. Fahr oder bleib halt stehen. Okay, ich versuche jetzt gerade mal hier zu wenden. Ja, ich weiß nicht, was es wird später. Zeit für eine Wende. Guck mal, was haben wir denn da? Ein Werbebus, der... Ach Gott, der rückwärts piepen. Ich musste hier noch so viel... ...der kreativ ist. Wie kann man sich denn so oft verfahren, bitteschön? Hab mich auch verfahren. Die sind gut, ne? Nummer 2. Ja, Aber Josh. Lass dir aus dem Forum, aus dem Feld sagen von sehr guten Leuten, du hast im Real-Life ja auch keine Hilfsfall. Deswegen ist das vollkommen legitim. Ja. Mhm. Ne, okay, wird mich jetzt raus. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich nicht. Ja, erstens, zweitens, lass dir von jemandem im Omsi-Forum einfach sagen, dass alle, die meckern, sich an Nichtigkeiten festbeißen. Ja, genau, wie zum Beispiel, ich verfahre mich zweimal, muss dann, gut, einmal habe ich einfach, da war ich dumm, aber dann muss ich in Backdrop-Bereiche fahren, die noch schlimmer aussehen als die Backdrop-Bereiche. Denn alles Nichtigkeiten des Städtedreiecks ist eine sehr schöne und realistische Karte. Ja, so vor allem schön. Vor allem schön. Ja, das also steht so im Omsi-Forum. Das Omsi-Forum muss recht haben. Ein paar Ideen sind vielleicht nicht schlecht, aber schön, nein. Also schön, nein. Also nein, schön nicht. Also von den Ideen her, von den reinen Szenerie-Ideen, die sie hatten.
sage ich nichts da, gerade Richtung Zweiberg raus, wo dann auf der Straße einmal mal irgendwelche Parkplätze sind. Finde ich von der Idee her cool. So Ideen, ja, und Ampeln und so, das ist ja alles nicht schlecht gemacht. Ist gedacht. Gut gemeint. Aber jeder aber weiß, dass, jeder weiß, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Und genau das ist es. Ich mir überlege, dass Tettau, ja, Copyright 2014, schönere Überlandbereiche hat als das Städtedreieck, dann ist schon traurig. Jo. Ha, ist das eng. Haha. Ach, guck mal, die haben hier den Bereich an der Gabelung anders gemacht. Ja, die Gabelung ist oben gebaut worden. Und die Gabelung hat einen kracher Heißverkehr davor. Ich probier das beim nächsten Mal. Tatsache. Ich habe gerade gesehen, ich habe das nicht im Dingens, sondern ich habe die alle einzeln, die Soundfiles. Das heißt quasi, ich... So, jetzt habe ich zwei Busse vor mir. Sie jetzt alle einzeln wieder... Ich habe nämlich sie gerade nicht wieder gefunden, dann müsste ich sie alle einzeln immer neu runterladen und das ist jetzt... doof. Mhm. Ist schön hier. Rondell. So, geht geradeaus weiter. Rondell, ja, da war ich schon, da bin ich schon vorbei. Aber ich so, ich guck mal, wann Rondell ist. Kreuzchenbahn. Wo bin ich denn? Baby, ich bin jetzt nicht richtig gefahren. Also, ich halte jetzt fest, ich bin 1, 2, 3, 4 Haltestellen weit gekommen. Echt? Schaut cool. Mal auf den Fahrplan und sucht Gabelung. Ja, die war relativ schnell zu erreichen eigentlich. Da stehe ich gerade. Ja, in grade. Der Tat. Gut, Josh. Ah, fuck, es tut mir echt leid. Ach, kein Problem. Es tut mir echt leid. Ist nicht schlimm. Ihr fahrt dann gleich und seid einfach nochmal zurück. Ich meine... Normalerweise bin ich immer derjenige, der alles aufhält. Weil mein Umsicht zickt. Ist schön hier. Hinter so einem Bus. Also das hat schon was. So... Ich hoffe, da will niemand mit, dann kann ich nämlich gleich durchfahren. Ach, Manni, du kannst doch die auch nicht früher daherlaufen, oder? Nein, kann er nicht. Also kann er schon, wollte er vielleicht nur nicht. Dann steigt halt alle hinten ein. Macht doch einfach, was ihr wollt, ganz ehrlich. Nein! Ihr Penner, ihr beeilt euch jetzt bitte. Ich hab grün. Und jetzt ist es wieder rot. Mach doch einfach zu. Ja, das ist automatisch. Ja, nee, genau. Ich hab die Automatik draußen und ihr drückt die Tür nochmal. Ah, ja. Okay. Das musst du. Ja, ist ein Feature, ne? Guck mal, da war der Mofi. Sag nicht, ich habe die Türfreigabe jetzt. Ey, schon wieder, ey. Nee, die war draußen. Die war draußen. Ja, ich drück auch mal die Tür auf. Wobei, die sind wahrscheinlich mit ihrer Hand in den Türkontakt rein. Ja, weil der Umsi das so gut unterscheidet. Ja, ist ein Feature, ist alles ein Feature. Ich krieg hier Unfälle von nix. Alles am Scheppern. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. So, ich gehe bald als der nächste Bus durch, du. Ja. 20 Minuten Tag. Ja, meine ich ja. Ich bin nur bis zu früh. Passt schon. Aber gut, das sind eigentlich dann die Busse, wenn ich so zu spät bin. Das sind jetzt eigentlich die Busse in der Realität, die gerammelst voll sind, weil die von dem Verspäteten da sind und die von dem nächsten halt auch schon da sind. Die sind alle schon gesammelt, so. Hä? Wobei, dann warte ich immer auf den nächsten, weil ich denke mir, ja, der kommt dann jetzt vielleicht irgendwie 5 Minuten später. Da fehlt meine Linie, ich fahre nicht schon wieder falsch, oder? Hä? Natürlich, da fehlt einfach zweimal erstmal meine Linie auf dem Pfeil und auf der nächsten ist sie dann wieder drauf, genau. Hinter der Gabelung rechts abbiegen, dann geradeaus. Ja, das stand ich aber zweimal nicht dran, das hat mich verwirrt. Das ja, ist so, das ist ja, in der Tat richtig. Rechts nicht, also alle anderen Linien wäre wahrscheinlich, noch schlechter zu überprüfen gewesen. Ich meine, ich finde es ja faszinierend, ne? In 2 Jahren der Entwicklungszeit halt keine dynamischen Hilfspfeiler hier einzubasteln. Ja, das geht bei solchen Kreuzungen halt nicht. Wie stellst du dir das vor? Weißt du, was der Carsten gemacht hat? Das ist aber Arbeit. Ja. Und der Carsten hat ja nicht irgendwie eine Familie, noch Bremen und Urau, ne? Und Arbeit. Nein, das hat der Carsten nicht. Also der Carsten hat ja ganz viel Zeit. Ist der Carsten mit Bremen nicht so weit durch? Ich glaube, der ist immer noch am Basteln, oder? Ist er nicht immer noch am Basteln? Weiß ich nicht. Darum frage ich. Ich meine, ich weiß es nicht. Guck mal, da kam gerade die 27.
Oh, meine Eltern haben nochmal von gesprochen, aber vielleicht habe ich das einfach nur verwechselt. Ich bin eh momentan durch wie Sau. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob der Carsten noch beschäftigt ist mit Bremen oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sieht er das Video ja und schreibt es mal in die Kommentare. Weil Zinker, Zinker. Genauso viel Zeit hat, um wahrscheinlich genau das zu machen, vermute ich mal. Also der Carsten hat jetzt wieder mehr Zeit. Ja, wieder mehr, das stimmt. Plopp, Auto weg. Ich fahre jetzt gerade wieder richtig brachial. Ich bin vorhin so gut gefahren, dann habe ich mich verfahren. So. Was soll der Josch denn sagen? Alle Linien, ich fahre hier mal raus. Ja, von der Schnellstraße runter immer geradeaus, zum Rassinger Weg. Jetzt müssen wir ruhig bin. Sehr schön. Und der Omsi-Frühling strahlt Auto mir weg. Entgegen. Aber es ist Frühling. Aber ich muss ja ehrlich sein, ich bin heute mal hinten gesessen im Zug und habe mal hinten rausgeguckt und die Bäume haben mich tatsächlich sehr an den Omsi-Frühling erinnert. Also ja, das sah echt? Tatsächlich sehr, also wirklich sehr kitschig grün aus. Also sehr Omsi-grün. Auch wenn das in Omsi wahrscheinlich einfach nur umkolorierte Normaltexturen sind. Die Grafik schon wieder gemacht. Boah, wir hatten schon wieder Frühling gestellt. Ich stell doch mal auf Sommermensch, Kinder. Jetzt stell das doch mal um. Untertorweg. Moin. Aber das hier ist neu. Also irgendwie so ein bisschen neu nach der Schnellstraße oder auch die Schnellstraße. Ach, nee, das gab's früher schon. Echt? Dann bin ich nie lang gefahren. Da ist früher, glaube ich, ein Nachtbus durchgefahren. Ach so, ja. Nachts ist kälter als draußen. Ja, Tatsache. Das ist das Problem. Und über den Berg schneller als auf Fuß. Alter, ist das hier eng. Ich glaube, das ist da, wo Julian Bekanntschaft mit den Dings da gemacht hat. Ja, in der Tat. Also diese Landstraße ist ja exorbitant eng. Ja. Natürlich in der Kurve. Natürlich in der Kurve. Du erinnerst dich, wie du sagtest, mutig von mir einen Solobus zu nehmen? Ja. Ja, nein. Die sind noch nicht voll. Nee, natürlich nicht, weil ich immer alle 5 Minuten irgendwas mitnehme und die wieder rausfallen. Ach so. Ja. Die Taktik fährst du. Die Taktik fahre ich. Ich habe einen Körbus, der ist stabil. So. Aber die Fahrgäste alle 3 Haltestellen rausschmeißen. Ja, ist klar, dass der wohl nicht voll wird. Ja. Wenn schon richtig, dann richtig. Flachmannplatz. Ich habe dich wieder überholt. Jetzt gerade Verfrühung? Oh ja, ich habe Verfrühung. Alter, leg mir mal. Ich bin 2 Minuten zu spät. Warte mal. Plus 14, ja, ungefähr. In 6 Minuten kommt einfach dein Nachfolger. Ja, ich war schon mal auf 4 Minuten dran. Also das, ja. Wie denn hier? Und dann bist du wieder 10 Minuten zurückgefahren. Nee, also ich war schon mal 4 Minuten an dem Nachfolger dran. Dann habe ich mich wieder beeilt. Ach so. Da hat der Jünter seinen Jahresfuß rausgeholt. Das ist Mr. Data. Cool. Ah, ich habe immer so Schiss vor diesen Streets-Kreuzungen. Ja, das hätte ich auch. Das hatte ich direkt. Also gerade eben auch schon wieder eiskalt einer reingeballert. Ja, die Bekanntschaft hatte ich direkt am Start. Also direkt da bei dieser Busampel. Ach, guck mal, da kann man rausgucken. Direkt genau am Start. Genau da, wo du jetzt bist. Da ist mir jetzt von links mit Vollspeed ist mir da vorhin einer reingeballert. Deswegen habe ich extra da hingeguckt, wo man nicht hingucken sollte. Und da kam dann gerade keiner. James. Julian. Versorgungsamt, macht nicht den gleichen Fehler wie letztes Mal. Hallo. Du hast den Fehler gemacht. Nein. Nicht ich bin beim Versorgungsamt richtig gefahren. Du bist falsch gefahren. Ach so, aber du bist falsch zum Versorgungsamt gefahren. Ja, Kollege Schromperweg. Bin ja, ich nicht. Hey, mit was versorgt uns das Versorgungsamt in Dings denn eigentlich? Mit Versorgung. Ah. Oh, cool. Am Versorgungsamt wird voll. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Aber der hat, glaube ich, kaum Stehplätze, der Wagen hier. Ja, sieht knapp aus. Aber ich habe ja einen Lernbus hier. Ein Ticket. Wahrscheinlich hat ich. Einen Lernbus? Einen leeren Wagen. Achso, ich dachte, du hättest einen Lernbus. Mit Nein, Büchern und so. Nein. Langweilig. Bücher. Bücher, was? Informatiker? Hä? Ja, lernen eben. Wie? Hier halten die 35, glaub, nee, die 25, die 31, die 31, die 75, die 78 und die 79. Also, nee. Aber war es nicht der Josch, der letztens irgendwann mal erzählte, er mag echte Bücher lieber als ja, E-Books? Korrekt. Ich bin kein Freund von Lesen auf digitalen Bildschirmen. Genau. Ich bin da ein ziemlicher Freund von. Weißt du warum?
Ich finde das so unpraktisch. Ja, du kannst dir das größer stellen, das kann ich verstehen. Wegen der Zwei-Finger-Zoom-Geste. Ja, das die der kann ich Gott versuchen, Vater dir beim Buch auch einzubauen. Steve Jobs entwickelt. Ich bring mal ein Buch aus, dass das auch kann. Mach das. Ja, ich werde es dir abkaufen. Bei einem Buch ist das noch viel einfacher. Du hältst es einfach näher ans Gesicht. Stimmt, du nimmst die Armbeugegeste. Funktioniert super. Wenn der Text so schön klein ist, dann funktioniert das richtig gut. Oh Mann, jetzt steht da so an der Ampel, weil der links abbiegen will. Mann, ich fahr's einfach drüber. Also die Landstraße zum Versorgungsamt ist übrigens nicht weniger eng. Nicht fest. Ja. Na gut, mit der Jörschen Kurvenfahrtechnik geht das. Ja, eben, das ist. Die muss man einfach nur anwenden. Am besten dabei nicht auf die Josche Hilfspfeil-Beobachtungsgabe setzen, die. Ist die Josche Kurvenfahrtechnik nicht die, die auch in den Fahrschulen praktiziert wird? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Busfahrschule gemacht, aber. Doch, hast du. Ja, aber nein. Doch, du hast Busfahren für jedermann gemacht. Das ist Busfahrschule. Ja, das ist korrekt. Ja, aber nein. Siehst du? Aber ups. Der hat das da, glaube ich, gar nicht erklärt. Nee, das ist ja bei Leuten, die schon Omsi-Vergangenheit haben, da kommt dann ab und zu, ich habe da schon mal ein Video von gesehen, neben deinem habe ich schon mal ein Video davon gesehen. Ach, direkt nebendran, du hast so quasi so Dual-Screen genau, gemacht. Richtig. Und dann sagte der auch, hey, ihr könnt das aber gut. Woher könnt ihr das denn? Ja, kennen Sie Omsi? Ja, habe ich schon öfter von gehört. Und das ja, da kommt die Hälfte der Verrückten hierher. Ja. Die Hälfte der Verrückten sind da, die sagen das. Das ist das quasi. Also, wenn der merkt, dass du das schon, dass du ein Gespür für hast, dann sagt der, kennen Sie Omsi? Ach, guck mal, das ist ein K. Ein K. Wir wollten auch immer mal nach Pinneberg da, ne? Hier zu, oder bei nach Hamburg. Pinneberg bei Hamburg. Oder Hamburg, ja, da gibt's ja, darfst du ja auch ohne Führerschein noch mit Betriebsbus fahren. Boah, geil. Ja, nach links wird jetzt grün, oder wie? Aber du weißt, dass die Pinneberger auch viel Benz haben, ne? Ja. Aber ich möchte das wenigstens einmal im Leben selbst gemacht haben. Das kann ich verstehen, das gehört, da sehe ich genauso. Einfach, um selber den Vergleich zu Omsi ziehen zu können. Ja. Einmal will ich gefahren sein. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das ich kann es empfehlen. Der Josch, der muss dann mitkommen. Der Josch hat das ja schon gemacht in Wiesbaden. Eben. Der Josch, der muss dann trotzdem nochmal mitkommen. Er muss ein zweites Mal zum. Ach, der muss. Oh, das ist aber ein Zwang, du. Oh, das ist aber. Ja, oh, das tut aber. Zwang. Das ist eine Aufopferung, du. Ja. Also, aber nur wenn er mich wirklich drängt, mache ich das. Aber unter Protest. Josch, dringend dich. Das steht im K.O.-Vertrag ab morgen. Also, ach, ab morgen. Was passiert, wenn ich die Version nicht unterstreiche? Was passiert, wenn ich die Version nicht unterschreibe? Das ist irrelevant, weil du in der letzten Version unterschrieben hast, dass du jede zukünftige Version unterschreiben willst. Ah. Ja. Cool. Und dann spielt ihm einfach so ein Update ein, so. Richtig, genau. Einfach die, wie diese Google Software Agreement oder Apple Software Agreement oder sonstige Software Agreement. Ja, du stimmst zu und wenn du nicht zustimmst, dann, ja. Dann kannst du das auch nicht mehr mitspielen. So. Eben. Ja, eben. Also sie können gerne binnen 14 Tagen widersprechen, nur wird dann halt ihr Account gelöscht. Korrekt. diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die du gelesen und zugestimmen. Also du musst immer zustimmen, weil wenn du das nicht tust, dann ja. Ja, ich will Pizza bei uns bestellen. Stimmst du nicht zu, kriegst du keine Pizza. Ich will doch nur was essen. Ich will nicht das Recht an meinem Haustier verkaufen. Ich will kein 24-Monate-Abo. Prinzipiell zustimmen tue ich der ganzen Sache, ja, aber ob ich es gelesen habe, ist ja eben die Frage. Ja, habe ich schon gelesen, passt schon. Oh, da haben die Eule, ja, kenne ich. Ziemlich ekelhafte Folge drüber gemacht. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass die von, dass die in ihrer Rechtsprechung tatsächlich auch sagen, dass du da nicht, sagen wir mal, so komplett unübliche Sachen reinschreiben darfst, so nach dem Motto, ja, steht ja drin. Das darfst du tatsächlich nicht, das ist irgendwie anscheinend auch nicht recht. Das finde ich aber nicht schlecht. Opfern Sie sofort Ihren erstgeborenen Sohn oder Ihre erstgeborene Tochter. Ja, sowas zum Beispiel. Also, ich als Unternehmer würde denken, scheiß Staat, weil ich meine, der hat das ja unterschrieben, aber ja.
Da gibt es tatsächlich auch noch eine Instanz, die sagt, ja, nee, so dann doch nicht. Das finde ich aber nicht schlecht. Ja, so dann, nee, so dann doch nicht. So, was sagt die Verfrühung? 03, ah, dann lasse ich den Motor an. So, ich bin jetzt an der Oststadtgalerie. Hallo. Ach, Luschi, Oststadtgalerie bin ich. Rondell. Oh, ich sehe schon das neue Rathaus. Sehe ich schon auf meinem Drucker. Oh, ich bin nicht mal am Flachmannplatz, du. Uiuiui. 6 Haltestellen habe ich noch vor mir. Ich habe 6 hinter mir. Nein, so ist es nicht, aber... Nein, warte mal, das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Ich habe 6 hinter mir. Dachte ja. Nein. Das ist diese normale Autoampel mit Kontakt, ne? Die ist so geil. Ja, das ist so sinnlos, aber Hauptsache, das sieht gut aus. Ja. Es gibt Karten, auf denen das sogar Auswirkungen hat. Ist mir hier hat das tatsächlich auch. Fahren wir denn über, wie heißt das? Über Stadtgarten oder wie das heißt? Stadtpark, Parkstadt. Stadtgarten? Nee, ich nicht. Zentralpark. Da gibt es eine Ampel, du hältst quasi, also die 27 ist eine Linie, die kannst du fahren und da erfährst du sehr viele echte Kontaktampeln. Ist ja tatsächlich so, das finde ich ganz cool, weil da fährst du zum Beispiel am Zentralpark, hältst du und dann ziehst du einen Meter vor ans Haar und dann löst du einen Kontakt aus und nur dann wird diese Busteil da grün, das finde ich voll cool. Sowas finde ich irgendwie, das macht es dann wieder irgendwie, das finde ich gut. Es ist durchaus korrekt. Das ist ja auch am Schramper Weg. Schramm. Nur am Schramper Weg ist der Kontakt leider so gesetzt, dass du danach nicht mehr da abbiegen kannst. Geil. Ja, weißt du doch noch vom letzten Mal. Ah, warte mal. War das noch vom letzten Mal? Ich bin da auch schon mal losgefahren. Ich glaube, das war... Ja. Ist es das war, wo man losfährt? Ja. Ja, bin ich, glaube ich, auch schon mal losgefahren. Das hat mich etwas genervt. Ja, weiß ich. Ich hab das Video von dir gesehen. Ist das da, wo man losfährt? Ja, ich weiß noch nicht, ob man da wirklich losfährt oder ob man da... Ja, da fährt man wirklich los. Schramper Weg 34. Bevor es mir schreibt, ja, genau. Ich weiß, ich hab das alte Rogis-Design, aber ich hab jetzt nichts anderes. Alte Rogis-Design ist auch viel schöner. Also noch älter als meins kriegst du es eigentlich, wobei ich hatte, glaube ich... hier gibt's auch noch so ein ganz altes hier für den Bus. Nee, du hast doch auch oben weiß, Mitte gelb, unten blau, oder? Nee, ich habe andersrum Mitte weiß, orange und blau. Ja, ist orange. Ja, das ist, meint ist das, orange. Ist das alte. Also es gibt auch noch so, was auf alt getrimmt ist. Also da gab es auch noch so irgendwie Wagen 54, wo dann tatsächlich so komplett in 70er-Style da irgendwie der Bus da... Beige? Aber, ja, genau. Beige und so dunkelblau. Ach so, ja. So der Klassiker so. So, alle Linien. Ja, das bin ich. Vielleicht bin ich in dieser Menge eingeschlossen. Hätte gern eine Tageskarte. Tageskarte erwachsen, kostet dich 6 Euro. Warte mal, ich schau mal, was bei mir draufsteht. So, auf meinen Ausgebetickets steht 13. Oh, da kommt der Kollege. Die 2 Euro, 64. 3, 4, 5, 7? 2, 5, 7. Hab jetzt, genau. Hab ich jetzt gerade verrechnet? Ich glaube, ich habe gerade... Ich habe gerade die Geldmünzen falsch gesehen. Du, wenn ich heute Abend da deine Kasse abrechne, da gibt's aber... Da gibt's Tote. Hey, da ist dann mehr Geld drin, weil die Oma mir zu viel bezahlt hat, ne? Ja, bremst halt einfach. Spaten. Bitte vorne einsteigen und Ticket zeigen. Vielen Dank, Ihre Rogis. Sagst du das gerade zu denen, die schon im Bus sitzen? Nein, aber ich habe einfach das vorgelesen, was auf der hinteren Tür steht. Ach so. Ich hab gedacht, du machst gerade so eine Innendurchsage. Ihr seid zwar alle vorne eingestiegen, habt euer Ticket vorgezeigt, aber das ist egal. Ja, aber jetzt nochmal wegen der Anforderungsampel, ne? Ich bin ja jetzt gestern in Hamburg gefahren und bin dann nochmal eingerückt vom Rathausmarkt. Mir ist aufgefallen, zwischen Rathausmarkt und dem Betriebshof sind sehr viele normale Ampeln, die einfach nur eine Anforderung haben. Korrekt. Gerade auf diesem Streckenabschnitt. Schick. Ich bin fast nur bei grün durchgeballert. Voll geil. Schick. Ja, das hat Hamburg ja. Das ist ja dieses Busbeschleunigungsprogramm, was die so richtig... Das finde ich aber sinnvoll. Das ist voll gut.
Weil die haben halt nicht die Möglichkeit, mehr Bustrassen zu bauen, deswegen machen sie halt so. Das ist voll gut, nicht trinkgut. Das ist voll gut, ja. Also. Kein Leergut. Ich glaube, hier in der Oststadtgalerie ist auch die Anforderung. Ja, die Anforderung erst an der Oststadtgalerie. Trinkst du gut, dann ist es voll gut und später ist es nur noch Leergut. Ja, das ist ähnlich wie mit dem, wie heißt das? Tabakwaren, Schreibwaren, nee, Schreibwaren eher nicht, aber Tabakwaren zum Beispiel, oder was gibt's noch? Was heißen Tabakwaren? Tabakwaren, was ich mal Tabakwaren? Ja, zum Beispiel, genau. Aber ich muss ja überall anhalten. Also, was ist Schreibwaren, ja. Schreibwaren, wollen Sie mal Schreibwaren? Ja, das ist, glaube ich, das ist ein schlechtes Beispiel. Schreibwaren ist blöd. Das passt nicht. Hallo. Es ist voll. Es erklär das mal Kindern, warum Schreibwaren nicht Schreibwaren heißen, weil sie mal Schreibwaren. Jetzt erklär das denen mal. Bei Backwaren ist das genauso schwierig. Ja, das stimmt. Backwaren war so, aber da machst du es anders, weil das sind die Teigwaren. Das sind die Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Ja, da geht's dann wieder. Ne? Das ist genau wie heißt Tomatenmark, weil Mark Tomatenmark. Ja, auf jeden Fall. Immer. Aber bei Fleischwaren geht das zum Beispiel. Heißen Fleischwaren, weil sie mal Fleisch waren? Ja. Aber sind sie nicht immer noch Fleisch? Ja, wenn du sie gegessen hast, nicht mehr. Ach, Josh, das wird dir gefallen. Ich hab jetzt einen neuen, ich weiß nicht, wie ich... Doch, scheiße. Weil die Vorlesung genauso scheiße ist, wie das, worüber wir gerade reden. Ich hab neuen Prof. Ich muss hier abbiegen. Und ja, der gut, Prof dann ist, Straße. Sehr gut. Also, wir sind keine Informatiker. Wir sind ITler. Weil Informatik ist ja, ne, die automatisch, also Informationen automatisch, also automatische Information und die... Informationsautomatik, darum Informatik. Und die IT ist die Informationstechnik. Ja, und wir sind auch keine Programmierer. Programmierer modellieren Sachen und Implementierer schreiben den Code. Hä? Und das Theoretische ist das Schöne, das Essen, was in den Mund reingeht, und das Praktische ist das, was hinten wieder rauskommt. Nee, das und Theoretische. Das Theoretische ist, ich mache mir das Kochbuch auf, überlege mir, wie ich das koche, und das Praktische ist, ich koche es und stopfe es in mich rein und erfreue mich am Essen. Ganz einfach. Richtig, aber er hat so gesagt, das Theoretische ist das Schöne, was du isst, und das Praktische ist. Ne? So, und das Geile ist, das sagt er in einem komplett praktischen Studiengang zu 15 Leuten, die einfach komplett praktisch angehaut sind und eigentlich nur in der Praxis arbeiten und nichts Theoretisches machen. Ja, weil keiner von denen vorhat, irgendwie mal so Doktorarbeit-Ding. Ja, vielleicht. Theoretisch war es eine beschissene Idee. Ja. Theoretisch war es eine gute Idee, das mal mitzuteilen. Nein. Ich fand die Metapher auch nicht so. Also ich fand die auch nicht gut. Nee. Ich hätte da bessere Metaphern, die genau das Gegenteil beweisen. Den Themenbereich als Scheiße zu bezeichnen, finde ich dann nicht so geil, den man dann macht. Ich hätte auch andersrum sagen können, hören Sie mal, theoretisch, was Sie machen. Mist sagen können. Was bringt ja der Theoretiker, wenn, ne? Der Praktiker sagt es genau andersrum. Praktiker also, ist bei pleite. Dem spricht erstmal der Preis und dann sagt er hier, Tiernahrung. 25% auf alles außer Tiernahrung. Aber sie sind daran zugrunde gegangen, von daher... 25% auf alles, außer Tiernahrung. Ach ja. Ach, das ist schön hier. Hier ist schick. Hier könnte ich ja eigentlich... Ja, nee, hier ist... Oh, Thumbnail habe ich noch gar nicht. Aber ich habe ja noch nicht Ich auch noch nicht. Darum werde ich gleich, wenn ich unter der Brücke durchgefahren bin, auch mal ganz kurz einfach mal... Ihr habt noch Zeit, Fotostudio zu machen, bis übermorgen, du. Fotostudio, wir sind hier nicht in ETS, aber... Ja doch, extra Fotomodus. Warte mal, wo geht's denn hier? Ach, da lang. So, das ist ein interessanter Überlandbereich. Dachte ich mir so. Du wartest. Das ist natürlich so cool, wartet er nicht. Weißt du, die fahren halt einfach. Nee, nicht mal, der Versuch, da überhaupt mal irgendwie sowas wie Verkehrsregeln reinzubringen. Nein, an einer unbeampelten Kreuzung kann man natürlich mal einfach so in the streets machen. Das ist natürlich in Ordnung. Unbeampeltes Auto. Ampelt ist nicht schlecht. Ich glaube, ich hatte heute eine ähnliche Wortneuschöpfung heute Morgen. Im Praktikum. Das hatten die anderen auch irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Unbeampelt ist aber geil. Oh nee, der Kerl macht mich heute fertig. Ich freue mich schon auf Katze ganz Humanity.
Sind wir da eigentlich zu viert, Fragezeichen? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Ich glaube, Nummer 4 schläft schon. So ziemlich. Ah. Wusste ich, ist nämlich schon 9:30. Oh Gott, sie würde dich töten, wenn sie das jetzt hören würde. So, Haltestellenbremse, zur Fußentlastung. Eine klassische 3-Auto-Ampel. Ja, so muss das doch. So, den Fahrgästen geht's aber gut. Hauptsache den Fahrgästen geht's gut. Ja, Hauptsache den Fahrgästen geht's gut. Ein Kollege auf der... Ich kann seine Linie von hier vorne nicht erkennen. Er fährt nach Griesbach, muss die 31 sein. Ist die 31. Nach Griesbach... Oh, Bahnhof. Da ist es Bahnhof, weil da ist ein Punkt hinter. Büff. Ja, wenn der Punkt nicht dahinter ist, dann spreche ich das konsequent büff. Das ist wie büff. Ist auf jeden Fall Betriebsbahnhof, ganz bestimmt. Genau. Büff. Alter, was ja, ist das denn? Ich, bitte? ich muss Sisselsfors büff auch noch wegrationalisieren in, und umändern in Sisselsfors ZOB. Ja, also ZOB ist auch eine Abkürzung, die ist so exotisch, du, das ist, also da kannst du auch nicht erwarten, dass das irgendwie, nee. Hm. Also, ich habe Busbahnhof noch nie abgekürzt gesehen. Ja, eben. Ich bin da. Und BBF ist Betriebsbahnhof. Mhm. Schön. Albertbrücke. Nein, Beigelstraße. Nicht. So, du fährst bitte. So. Du fährst. Dankeschön. Die Weigelstraße hier heißt auch nur Weigelstraße, weil sie sich weigelt, ein Weg zu sein. Oh. Das gibt jetzt Strafgeld. Du bezahlst jetzt. Ja. Im Stuhlkreis legen wir fest, dass jeder für so einen Witz 50 Cent in die Gemeinschaftskasse legt. Ja. Genau. Julian, hast du etwa was gegen schlechte Witze, ja. Nein, ich hab was gegen schlechte Witze. Siehst du? Die müssen halt alle links abbiegen, ist das euer Ernst? Also nicht, dass ich auch links abbiegen muss, aber das dauert immer so lang bei den Autos. Ich muss ja auch links abbiegen. Auch versperre ich dein Fahrrad, lieber geradeausfahrer. Es tut mir ja fast leid. Er hat mir die Vorfahrt gegeben, ihr habt's alle gesehen. Versorgungsamt. Er hat ein Herz für Busfahrer. Hochterneues Rathaus, hier in die Haltestelle und dann links, okay. Exakt. Vermute ich, okay. Was war daran jetzt so schwierig? Halt, der Josch stand aber auch nicht mehr allzu weit. So. Versorgungsamt? Das dann wenn du wieder rausfährst, dann fährst du links. Und der James ist da beim letzten Mal rechts gefahren. Ja, ich bin da beim letzten Mal rechts gefahren, dummerweise. Fahrscheinermäßigung. Für weniger Geld als da steht, okay. Ist heute Angebot oder wie? Ja. Können Sie es mir auch größer geben? Preis auf Fahrscheine. 20% auf alles außer Tiernahrung. Und Fahrscheine. Oh, cool, der Pausemodus funktioniert jetzt gerade. Warte, so geil. Fahret. Der Pausemodus funktioniert bei dem Bremer Drucker eigentlich schon seit immer. Ja, bei dem hier funktioniert der. Aber da die 66. Aber jetzt funktioniert er bei dem. Nicht viel MAN unterwegs hier. Die 66. Hoi. Wow, das war zu spät. 31, ja. 66, R56, Endstelle ganz hinten. Oh, Miep. Gibt's sowas wie... Ist mir egal. Gibt's sowas wie... 66, ist mir egal. Nee, Knickschutz, aber war mir dann... War mir dann egal. War dir dann egal. Ja, die überleg dir mal die armen Leute von der hier Bus-Traditionsdings da, die den Armbus hier instand halten müssen, nachdem ich ihn gefahren habe. Ach, die haben weniger zu tun, als wenn ich ihn gefahren wäre. Weil der Spritverbrauch hier nach der langen Strecke, du, die Kilometer, die auf dem Tacho hat, das war so gar nicht geplant. Jetzt überleg dir mal, du trägst abends da deine Tachoscheibenkilometer ein und die fragen dich, waren sie noch einkaufen? Warst du noch zweimal einkaufen? Schönes Thumbnail. Ich hab mir jetzt mal wieder die Yoshi-Thumbnail-Methode angewöhnt.
Die Yoshi Thumbnail-Methode? Ich kenne die gar nicht. Die Yoshi Thumbnail-Methode war eine Zeit lang den Bus möglichst prominent von vorne. Alter, ist das euer Ernst? Dann fahrt halt so. Ja, und, das kann sein. Und dann mittlerweile ist die Yoshi Thumbnail-Methode mit der F4 sich so lange rumklicken, bis einem das Bild gefällt. Das ist korrekt. Das Geheimnis nennt sich Variation. Ja, das ist richtig. Variation. Das habe ich mir auch angewöhnt, einfach weil ich es leid war, unten aus dem Banner, das auszuschneiden. Was ich drin habe, immer das auszuschneiden. Das habe ich ja immer mit dem Radiergummi-Tool gemacht. Das war mir irgendwann zu blöd. Oh, süß. Also ich schneide auch, ich muss manchmal auch Logos ausschneiden. Das mache ich, wenn dann aber meistens mit diesem Zauberstab. Hol ich meinen Zauberstab raus und dann geht das. Ja, das Problem ist, hast du schon mal versucht, eine Busfront mit dem Zauberstab sauber auszuschneiden? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eventuell schwierig ist. Ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, mit dem Radiergummi-Tool geht schneller. Boah, die fahren da konsequent 50 im Überland. Das ist euer Ernst? Nee, ich habe vergessen, auf den Splines die Geschwindigkeit einzustellen. Ist doch, guck mal, wer ist denn da angekommen? Eine 66. Ich bin's noch nicht. Ist aber auch nicht die 66. Ach, ich kann dann überholen, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Das heißt, ihr müsst jetzt gleich irgendwann mal weiterfahren. Okay, warte, das ist die Gorba. Das ist die Mobitech. Das ist wieder eine Gorba. Dieses Auto klingt ungesund. Hä? Gab's von der Lavo keine Flipdot? Doch. Ist das die dann ohne Label? Normalerweise hat Lavo doch immer unten rechts in der Ecke so ein Label. Müsste Nummer 3 oder so sein? Ich weiß es gar nicht. Ah, dann hat die kein Label, okay. Man erkennt es an der Schriftart, die gleiche ist wie bei der LED-Variante. Ja, aber ich achte bei den Matrizen immer auf die Label, die da in der Ecke stehen. Weil Gorba hat immer unten links ein... dieser Außensound von diesem Citaro original klingt. Doch, tut er. Nein. Nummer 3 ist wieder Gorba. Was ist das für Nummer 3? Guten Tag. Ne, ich nehme jetzt die hier. Ich teste die jetzt mal. Zielcode 100. Ist doch Julian, guck doch einfach in der Readme nach, der weiß es. Sizzles Forst. Bbf. Bbf. Bei mir steht gerade Griesbach Bbf drauf. Ne, Bahnhof. Entschuldigung, da ist ein Punkt hinter. 101. Da will ich nichts gesagt haben. Kaisertalmarkt. Das ist aber ein bisschen anderes Ende der. Dann mache ich jetzt mal hier, warte, 99999. Was? Nein, okay, das ist dann die 999. Schau. Zack. Jetzt überlegt man, die Stadt hat wirklich so eine Linie. Ja, hat sie aber nicht. Das ist echt Problem. 999 Zielcode gibt's auch nicht. Schade. Was willst du denn schildern? Schilder doch irgendwas. Schilder doch einfach Dienstfahrt oder ja, so. Ja, oder mach mit diesen Dingern darum, mit diesen Linien nur die letzten beiden so 90 Hallo. Oder so. So fixe. Also nur 90. Betriebsfahrt. Aber meistens ist es auch witzig, wenn du Linie nur 99 eingibst, ohne 00. Also nur diese hinteren Suffixes Dings da und so. Da kannst du voll witzige Sachen mitmachen. Ich ja, weiß nicht, ob die Cooper Matrix das kann. Ich glaube, die Cooper Matrix hat das so nicht. Ich glaube, die Cooper Matrix kann dann nur so den Matrix-Bildschirm schoner. Also einmal voll leer, voll leer. Ja, gibt es nicht auch sowas wie. Ups, das geht jetzt schief. Ich habe gerade gleich ein Auto an der Seite. Gibt's nicht auch sowas wie, ups, das geht jetzt schief? Der wartet? Nee. Nein! Das geht jetzt schief, gibt's. Ups. Ja, gut, das ging jetzt schief. Ja, dann steigt halt alle aus, Mensch. Alle? Nee, nicht alle, okay. Bitte PIN eingeben. Ha, geht auch immer noch ohne. So. Was ist denn das hier? Die Schleife fahre ich jetzt aber nicht. Die 98? Ja, 98 gibt's ja auch. Testfahrt, nicht einsteigen. Die 97. Messfahrt, nicht einsteigen. Wie wäre es einfach mit nicht einsteigen? Und dann haben wir Werkstattfahrt. 96. Ich hätte echt nicht halten müssen, wenn die keine aussteigen. Also einsteigen. Ich bin ein Bus. Die 95.
wir müssen das eigentlich unbedingt in IBIMS 1 Bus. IBIMS 1 Bus. Hallo. Ja, so. Ja. Sonderfahrt ist die 94. Und man die 93. Übrigens, James, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast oder Carsten. Das Ziel 900 bei der neuesten Ruhr-Aufruf-Datei finde ich voll geil. Was steht da? Da steht in der Linienmatrix RVAG und in der Zielmatrix Dienstfahrt. Also das funktioniert nur bei der Cooper-Matrix und das war meine eine. Voll geil! Ich feier das! Das habe ich gesehen. Ich warte mal. Doch, ich spoiler schon mal. Und zwar habe ich das gesehen am Freitag in meinem Part um sie. Ja, in deinem Part. Ja, weil am Freitag kommt der dritte Part von Ruhrauber. Da hat er es in seinem eigenen Part gesehen. Da habe ich das entdeckt. Du, dann ist es aber voll unfair, dass du den schon vorher angucken darfst. Voll dreckig. Also, ich finde es unfair. Musst du jetzt direkt veröffentlichen. Ja, ich finde es ungerecht. Ich habe ja den zweiten nicht mal veröffentlicht. Ich finde es ungerecht. Schulbus, bäh. Nee, ich war auch keine Schule. Schulkinder mit meinem Bus hier. Ah, Fahrschule, das passt zu mir. Ey, wie viele? Evakuierung. Evakuierung finde ich 88. Gut. Evakuierung. Zufall. Ja, ich denke nicht. Es können eigentlich in alle Busse in jeder Stadt anzeigen, weil ja, wenn sie mal wieder eine Bombe finden, ne? Pause, gleich geht's weiter. Ist die 87. Ich würde sagen, wenn dein Ziel 88 ist, weigere ich mich, das zu schildern. 88 ist die Evakuierung. Nimm den Bus, jetzt umsteigen, ist das Ziel 86. Hallo. Aber wie viele Sonderziele haben die? Die haben mehr Zeit in die Sonderziele reingesteckt, als in die Kartenentwicklung. Sorry. Die Sonderziele gibt es aber schon seit immer. Hier, nicht seit einsteigen immer. Ist Ziel 85. Wow, also ich habe Sonderfahrt nicht einsteigen, Testfahrt nicht einsteigen und nicht einsteigen, nicht einsteigen. Und dann haben wir noch das 84, ist der Shuttlebus. Cool. Gibt auch bestimmt eine Linie, wo das Ziel verwendet wird. Oh, und dann gibt's die 93, nicht. Das ist mobil im Dreieck. Also wirklich 3 und ein Eck. Cool. Kann man auch dieses komische Dings-Dreieck schildern, dieses Omsi-Dreieck, dieses Linien-Dreieck-Dreieck. Opa-Matrix kann das schildern. Ja. Cool. Mein Rollband auch. Ich glaube, die haben hier aber kein Wechselziel gemacht. Hier steht jetzt nur Regio Forster. Die Wechselziele sind nur auf den Nachbussen gehen. Ja, hier steht auch nur Regio Forster. Da steht nicht mal Regio Forster Verkehrsbetrieb, sondern Kram. 81. Ansonsten habe ich heute, als ich vom Einkaufen zurückkam, ein witziges Detail festgestellt bei den Bussen, die hier so fahren. Ja? Ja. Vorne drauf steht einfach das Ziel von der Endstation einzeilig und an der Seite stehen auch noch Wechselziele mit über so und so. Ja, das haben wir hier auch teilweise. Ich kenne das normalerweise aus der Stadt nur so, dass vorne und Seite das gleiche anzeigen. Leck mir am Arsch. Dann haben wir noch das Ziel Fahrzeitmessung. Boah, das ist das ja nicht irgendwie, das ist ja nicht irgendwie wie Messfahrt oder so. Nein. Nein. Nein, Messfahrt ist nur, kommt der Bus da durch. 78. Alter, wie viele Sonderziele? Einsatzwagen. Aussatzwagen. 77. Ey, von 77 bis 99. 77 ist Airport Express. Ja, genau. Die haben ja auch bestimmten Flughafen, ne? Oh, 76 ist Just Married. Süß. Das haben sie aber von der Spandau-Hochdatei geklaut. Regionale Omnibus G-Punkt im Städtedreieck. Gibt's eigentlich auch ein Waschmich-Ziel? Warte, ich versuch's mal. Das hat die Hamburger Hofdatei nämlich. Aber das, ich weiß. Aber das könnten wir in Ruhe auch noch einbauen. Das finde ich voll geil. Wasch mich finde ich voll geil. Ja, weil du kannst den Bus auf den Dingens stellen und dann wasch mich einstellen. Ja, vor allem, das erinnert mich an unsere Anekdote. Oh, 1500 Jahre Kaisertal. Ist immer noch eine junge Stadt. Mhm. Oh, mir ist gerade aufgefallen. Stadtlaufen. Ja, guck mal hier, in den Hochtagen hinter den Glasdings ist verschwindet alles. Transfer. 71. Alter, 29 Ziele.
Nein, 29. Die 66. Was ist da gerade noch angekommen? Die Reservewagen gibt es auch sogar. Ja. Reservewagen. Jetzt bei 70 angekommen. Regoforster im Auftrag der Rogis. Was macht Julian, wenn er auf Josh wartet? Mit den Zielen rumspielen. Hör, Ziel 69 ist, jetzt geht's los. Hä, wer steht denn bitte, jetzt geht's los? Warum? Du stehst so ganz kurz vor der Abfahrt, schilderst die Linie und das Ziel nochmal weg, schreibst, jetzt geht's los hin, schilderst dann wieder neu und dann... Warte mal, war das nicht in Mainz so, dass die da irgendwie Abfahrt in 3 Minuten oder so immer stehen hatten? Ja, aber das wechselt dann mit der Abfahrtsdingens. Und wenn du abfährst, dann ist halt Ende. So, Ziel 68 ist, Bus folgt. Hä? Aha. Also das ist, ich fahre durch, der Kollege dann. Ja. In der Stunde. Herzlichen Glückwunsch ist die 67. Alter, wieso haben die so viel Sonne? 66, Sparkasse im Städtedreieck. Alter. Ich finde das jetzt aber hier ungleich. Da muss man auch für andere Banken Werbung machen. Ja, genau. Wie zum Beispiel die Parkbank. Feierabend. Ich schilder jetzt Feierabend. 65. Mach das. Oder such mal weiter, was es noch alles gibt. 64. Ablösewagen. Alter. Das ist schön. Man muss doch nicht... Alter, steht da jetzt gleich noch ein Ziel? Bin gerade kacken oder was? Ey, du musst doch nicht alles erzählen. Bin gerade kacken. Das Schild. Ziel 112. Also, bin gerade kacken, das ist eine extra Hochdatei für einen bestimmten YouTuber, der gerne zu viel Informationen preisgegeben hat. Dann hast du 63, nur Ausstieg. Ja gut, das ist in Ordnung. 62, www.rogis.de. Gibt es denn zumindest Fahrtende oder sowas? Dass ja, was Fahrtende gab es auch irgendwo. Ach, gab's in den 80ern. Schon, okay. Ja. In den 80ern. Ja, ach ja, damals. Ziel 61, Mercedes-Benz O35 Citaro. Ja. Hm. Damit doch jeder weiß, um was es sich handelt. Ja, ist nur blöd, wenn du immer MAN fährst. Okay, das ist geil. Ziel 60, falsches Ziel. Und es heißt tatsächlich falsches Ziel, aber im Matrix steht falsches Ziel. Nicht schlecht. Das kommt. Grenzt schon fast an Easter Egg. Alter, 59, komm mit, wir machen Blödsinn. Ja. Ich glaube, das war so. Ich glaube, es ging so ab 59, weil dann so kommen wir auch ein bisschen Blödsinn bis 90 und dann kommen die gescheiten Ziele. Mhm. So, Kraftverkehr Laupental. Laupendal. Ich sag mal Kraftverkehrsgesellschaft Laupendal. Ja, ich weiß. KVL. Bei 57 ist dann Schluss. Also, wir haben Ziel 58 bis 99 einschließlich. Kaufen Sie haben jetzt. Wir Sonderziele. Sind einfach so 41 Ziele, so. Warum nicht? Jetzt weißt du, wo die Entwicklungszeit hin ist, Mensch. Ja, aber das war tatsächlich schon in den alten Versionen so, dass da, um jetzt mal Joshs neues Lieblingswort zu verwenden, exorbitant viele Sonderziele waren. Warte mal, ist das hier eigentlich der Bahnhof oder nicht? 8-1. Hat der so Bussteige? Nee, das war 8-2. Ich glaube, ich bin da, wo es Bussteige gibt. Das ist schon mal geil. Jetzt, wo du fertig bist mit den Zielen. Ich wollte nur, dass das noch ein Erfolg ist. Das fand ich wichtig. Ich dachte mir gerade, aber du musst zum Rathaus fahren. Ankunft 31. Ja, genau. Erstmal vor den anderen Bus darstellen. Ja, ich schilder jetzt die 61 Mercedes-Benz O35 Citaro. Was mich jetzt aber noch mal ganz kurz interessiert ist. Achso, ja, Viertelstunde Verspätung, das passt schon. Gibt's das für mich eigentlich auch? Kann ich das auch schildern? Na, du hast ja Dingens, ne? Ja, aber ob das da jemand, zum Beispiel MB Citaro, hat das da jemand ins Rollband? Ne, ich hab schon gedacht. Das hätte mich etwas schockiert. Aber Betriebsfahrt und so ein Mist gibt's da bestimmt. Ja, sicher. Ja, das ja. So, Mercedes-Benz Citaro steht jetzt wieder auf meiner LED-Matrix. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Schade. Schade. Naja, so ist es. Ja, aber eine ganze Menge Blödsinn, die da drin steht. Ich habe jetzt quasi einmal alle Sonderziele durchgeschildert. Ich hab's drauf. Also, wenn ihr dieses... Richtig cool. Wenn euch das gefallen hat. Wenn euch die Sonderziele gefallen hat, nur auf meinem Channel. Ich bin in der Zeit hier einfach in Hochtern rumgeflogen und hab geguckt, was hier so für Linien durch die Gegend eiern. Fahrtende. Wie kannst du denn fliegen? Ach, guck mal, hier ist 69 Griesbach Büff. Da fehlt nämlich der Punkt. Ich habe die 66 nach ganz viele Matrix-Fehler-Dots
Alter, warte, so viel habe ich noch nie bei der Krüger-Matrix gesehen. Ist ja der halbe Ziel-Matrix kaputt. Ich bin ein Bus. Hinter mir steht die 66 nach Hochtan, neues Rathaus. Aber ich finde das mit den Fehlerdots eigentlich voll cool. Okay, wollen wir die Folge beenden? Wir wollen ja noch. Ja, ja, ich schilder, ich bin ein Bus, dann bin ich zufrieden. Ich bin nämlich ein Bus. Ich habe das Ziel draufgelassen, was drauf stand. Wobei ich finde das ja schon diskriminierend, dass es für den MAN Line City kein Ziel gibt. Ja, finde ich auch. Ja, 41 da, das finde ich auch aber nur unfair. Ein Citaro, das ist nicht fair. Das finde ich nicht okay. Aber schon. Wenn man schon okay. So inflationär damit umgeht, das ist... Richtig. Hier? Wenn man so inflationär damit umgeht, dann muss man auch alles abdecken. Ja. So, dann so auch inflationär Solaris wie Josh mit Exorbitant, ja. Genau. Oder so inflationär wie du mit Flexibel genau. Oder quasi. Flexibel kann man nicht inflationär anwenden, weil es ist ja inflationsflexibel, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Okay. Okay, gut. Hören wir auf. Wir sind angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir dann wieder The Map fahren. Dann vermutlich wieder ohne Josh, weil Carsten dann wieder da ist und wir wieder irgendwas mit den Chaoten machen können. Hoffentlich, vielleicht. Gut, dass du den Satz allem, zu Ende gebracht hast. Vor allem, weil ich bestimmt auch... Wieder ohne Josh, weil Carsten dann wieder da ja, ist. Ja, eben. Und wir dann wieder was mit den Chaoten machen. Ja, ja, ich weiß, deswegen ja, sag oder gut, was mit Carsten und ohne Josh. Nein, ja, oder nein, was ist mit nicht. Carsten und nein, das ist nicht. Du gehst da persönlich vorbei und beschwerst dich über meine Arbeitszeiten. Genau, aber, richtig. Aber wenn Josh nicht da ist, aber Carsten da ist, machen wir meistens irgendwas mit Ruhe und dann nehmen wir halt nichts auf. Ja, in der Tat. Naja gut, auf jeden Fall bis nächste Woche. Macht's gut und schwingt einen Hut und Julian und Josh haben das letzte Wort. Tschüss. Ich hab bestimmt voll die Folgen gezogen. Josh, das finde ich nicht gut. Ja, ein wenig. Josh, wegen dir habe ich die Sonderziele alle entdeckt. Deswegen ja. Bin ja, eben. Ah, oh, das finde ich gut. So. Ne? Tschüssi. Tschüss. Ja, war ja eine gute Runde.